Hallo zusammen, da bin ich schon wieder. Ja, ich habe mir gerade eben Kaffee gemacht und da habe ich schon so richtig Lust gehabt, mal wieder ein Video zu machen. Damit möchte ich euch quasi auch mitteilen, dass ich, also ich habe mir ja selber mal gesagt, ich mache immer jeden Freitag um 18 Uhr ein Video und ich habe halt gemerkt, dass ich mich damit selbst unter Druck setze. Und ihr habt ja bestimmt gemerkt, gestern ging das Video erst, glaube ich, um 20 Uhr online, weil ich so im Stress war. Ich habe das vorher irgendwie nicht geschafft. Und naja, damit ich mir den Stress wegnehme und es ist ja hier eigentlich, das soll ja Spaß machen und ich möchte euch ja, ja, an meiner Freude quasi teilhaben lassen, dass ich mich über die Sachen, die ich hole, immer sehr freue. Und ja, und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt Videos, ja, wenn ich was bekommen habe und wenn ich so wie jetzt einfach Lust habe, mal wieder ein Video zu machen. Und ja, also was soll ich jetzt sagen? Also am Freitag um 18 Uhr kommt kein Video mehr pünktlich online, sondern einfach so, wenn ich gerade Lust habe. Und am besten tut ihr dann die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr auch immer eine Mitteilung, dass ich ein neues Video online gemacht habe. Weil es kann ja auch mal sein, dass ich vielleicht mal nichts kaufe, ne? Dann, was soll ich euch dann freitags zeigen? So, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe wieder ein bisschen Sachen geholt. Ja, ich war natürlich beim Action, habe mir die anderen Planer-Sticker geholt, ne? Dann habe ich was bei Kraft.de bestellt. Ich habe mir einen Wunsch erfüllt durch den Black Friday. Den zeige ich euch nachher. Ja, und vom Kreativdepot ist auch was gekommen. Ich muss mal gucken, ob ich das alles jetzt hier in das Video reinpacken kann. Ja, dann will ich mal loslegen. Ja, womit fange ich denn am besten an? Am besten fange ich mal mit Kraft.de fange ich am besten an. Also bei Kraft.de habe ich mir einmal hier diese Tab Mini Die geholt. Hier die. Weil falls ich mal für einen Planer sowas brauchen sollte oder so, weil ich mache ja auch zusätzliche Seiten rein und so. Die kostet ja nicht viel. Ich kann euch gar nicht. Also, ich bin mal wieder total unvorbereitet. Kann euch jetzt nicht sagen, was die gekostet hat, aber das war nicht viel. Die hat nicht viel gekostet. Ja, und dann habe ich mir Papiervideos angeguckt und ich darf mir sowas ja nicht angucken, ne? Ach, ich liebe ja Papiere, ne? Schöne Designerpapiere. Ich darf mir sowas alles gar nicht angucken. Naja, und jetzt habe ich es halt gemacht. Ich habe mir von der amerikanischen, ich weiß nicht, ob die amerikanisch sind, also ich vermute mal, ich kenne die halt nur in Amerika, habe ich mir von DCWV, ich weiß nicht, wie das anders ausgesprochen wird, habe ich mir Blöcke bestellt. Und die möchte ich euch gerne zeigen. Ich zeige euch erstmal einen Weihnachtsblock. Das ist auch das Einzigste, was so weihnachtslastig jetzt hier ist von Kraft.de. Ja, den Frosted Peppermint. Den habe ich mal in irgendeinem Video gesehen und ich fand den so super. Die Blöcke sind ja nicht gerade günstig und bei Black Friday hatten die Blöcke gut runtergesetzt. Der kostet, glaube ich, normalerweise 20 Euro. Ich habe, glaube ich, jetzt 14 Euro bezahlt. Man darf aber auch nicht vergessen, hier sind 36 Blätter drin. Ne? Wo haben wir die? Die Blöcke sind meistens immer alle dünner. Das ist auf jeden Fall ein 12x12 Inch Block. Ja, dann wie viel Gramm die jetzt gerade haben, das weiß ich nicht. Ich guck mal gerade auf der Rückseite, ob da was steht. Nö, also ich kann jetzt gerade nicht erkennen, wie viel Gramm die haben. Ja, hier war ich ein bisschen zu rabiat, ne? Oh. So. Ja, dann lege ich mal los, ne? Also, die sind auf jeden Fall doppelseitig. Das fängt dann hier so an. Könnt ihr das gut sehen? Ja, ich hoffe. Also, das sieht ja voll putzig aus, ne? Das kann man so Kärtchen machen. Also, ich bin richtig happy, dass ich jetzt so Blöcke habe. Ich habe jetzt hier. Ach nee, Moment, ich mache das jetzt etwas anders. Moment. So, das ist jetzt so im Bild drin.
Dann zeige ich euch die oberste Seite, damit wir nicht alles doppelt gehen. Zeige ich euch so. Also hier sind jetzt Pünktchen drauf. Und dann hat man jede Seite zweimal. Hier haben wir Weihnachtssterne. Dann hier Tannenbäumchen. Ich mache mal ein bisschen schneller, ne? Also die werden schon ganz gut. Also ich schätze mal so 220 bis 250 Gramm haben die vielleicht. 230, glaube ich, sind die immer für bekannt. Oder 216 irgendwie so. Ich weiß nicht, die amerikanischen Gewichtsklassen, weiß ich, habe ich jetzt nicht aus dem Kopf. Also habe ich jetzt nicht im Kopf. Und dann hier, das ist auch schön, zartes Rosa mit so Schneeflocken drauf. Sieht auch sehr hübsch aus. Dann haben wir hier Hot Foil, ne? Also so eine Foil, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, kann man sehen. Dann hier wieder Zuckerstangen mit noch so, keine Ahnung, vielleicht sollen halt auch Bonbons oder Candies darstellen. Ja, dann hier wieder Schneeflocken, wieder in Hot Foil. Ach ja, hier. Bäumchen, die sehen ja auch richtig hübsch aus. Die sehen auch richtig toll aus. Dann haben wir hier Häuser. Ach, ist das toll. Häuschen. Dann sowas hier. Und auf der Rückseite Karo. Dann die hier, das ist wieder Hot Foil. Hier steht Merry Christmas, Let It Snow, Peace on Earth. Ne? So ein Kram. Hier wieder Weihnachten. Hier wieder, das ist auch sehr schön. Das hier finde ich ja auch toll. Ne? Sowas hier finde ich ja auch richtig toll. Ich glaube, die sind sogar Hot Foil mäßig. Jo. Hier, die hier sind in Hot Foil Variante. Richtig toll. Dann der hier. Das Karo. Das hier, ich leg mal einen Zahn zu. Hier ist der Nikolaus oder der Weihnachtsmann. Die Rückseite. Schneeflocken. Bäumchen. Sterne. Der Schneeflocken, also Schneeflocken sind hier viele drin. Stelle ich fest. Hier gestreift. Also ich bin richtig happy über diesen Block hier. Ich finde den ja so klasse. Und wenn von jedem Blatt zwei Stück drin sind und 36 Blättern, sind da 18 verschiedene Designs drin. Ne? Also man sieht ja hier. Und da sind zweifache Ausfertigungen. Ne? Also ne, eigentlich 36. Ne? Ja. Weil man hat ja immer Vor- und Rückseite, ne? Ja, und dann hier die Bäumchen noch. So, das war der Weihnachtsblock. Also, ich bin mega happy über den. Ich tue den mal weg. Frosted Peppermint heißt der. So, dann habe ich mir noch einen geholt. Die haben ja so viele von dieser Marke. So, dann habe ich mir den English Garden geholt. Das ist jetzt nichts Weihnachtliches. Ja, gleiche wie eben, 36, ne? Mit goldener Hotfoil-Folie. Hier, ach, guck mal hier, wie hübsch das ist. Hier wieder. Hier wieder Kärtchen, alles mit Hotfoil. Holzmuster. Was ist das da? Ach, das sind so Blumen. Geschriebenes. Butterflies. Hinten das. Wieder Blume. Hinten das. Das ist wie so eine Art Curryfarben oder so. Nur ein Ticken dunkler. Das hier. Das ist alles kleine Blümchen. Oder soll das eine Sonne? Ne, kleine Blümchen würde ich sagen. Dann hier wieder Hot Foil. Auch sehr hübsch.
Was hier? Was hier? Und dann nochmal das mit den Herzchen. Blümchen. Hinten die grünen. Auch schön. Sieht aus wie so eine Art Kraftpapier, nur ein Ticken heller. Auch sehr schön. Also die haben richtig schöne Papiere, finde ich. Aber es gibt so viele Blöcke. Da weiß man manchmal gar nicht, was nimmt man denn jetzt? Dann hier, ich meine, den hätten wir gehabt in einer anderen Farbe, aber weiß ich jetzt nicht, oder so ähnlich. Ach ja, und wieder diese kleinen Blümchen. Das Muster finde ich jetzt ein bisschen, ne? Das hat kann ja nicht jedes einzelne Blatt 100% zusagen. Das ist ja auch hier gemacht, hier mit dem, als wenn hier sowas drüber wäre, noch so, ja, also ist keine klare Farbe, als wenn da sowas drüber gewischt wäre. Ah ja, das Muster hatten wir auch schon in einer anderen Farbe. Also wiederholen sich scheinbar die Muster, bloß in einer anderen Farbe. Nicht alle. Weil die ein Blümchen, die hatten wir noch nicht. Hier die Schmetterlinge. Hier kommen wieder Karten. Und die Rückseite. So. Das ist der English Garden gewesen. Ich tue den auch mal wieder weg. Und jetzt kommt mein Lieblingsblock. Den finde ich ja super schön. Jetzt ist der hier. Der nennt, ach so, der ist von Recollection. Der ist gar nicht von, von der anderen Marke. Der ist von Recollection. Die haben ja auch super schöne Blöcke. Also hier sind 24 Designs drin. 48 Bögen. In 24 Designs. Das ist doch mal, ne? Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, der hätte 11 oder 13 Euro gekostet. Ich weiß es nicht. Aber die kosten sonst auch wesentlich mehr. Wie gesagt, am Black Friday habe ich die bestellt. Also in dieser Black Friday Aktion. Der ist auch nur einseitig. Ne? Einmal das hier. Dann das hier, das sieht ja auch klasse aus, ne? Guckt euch das mal an. Wow, hammermäßig. Oder die hier, die sehen richtig schön aus. Boah, ist das ein schönes Papier. Guckt euch das mal an hier. Oder hier, oh. Ach, da kriege ich Gänsehaut. Oh, ist das schön, das Papier. Ach, guckt euch den Kranz an. Also sowas kann man ja gar nicht, sowas müssen wir eigentlich einrahmen, ne? Einrahmen und dann irgendwie auf dem Deko, auf dem Rahmen noch ein bisschen dekorieren. Das ist ja ein richtig schöner Kranz. Ja, ist alles auf dem Bild. Ah, super schön. Dann hier die Kugeln. Ich finde die Farben ja sensationell. Ich weiß nicht, ob die so schön rüberkommen. Die sind alle schön pastellig. Richtig schöne Pastellfarben. Also klasse, dieser Block, ne? Hier Schneeflocken. Dann hier, oh, guckt euch das mal an hier. Hier mit den Schlittschuhen, auch oh, schön. Hier ist der Kranz nochmal in klein, wow. Hab ich jetzt nur zwei, oder? Ja. Wow. So, dann hier wieder Hot Foil, ne? Ah ja, ich habe ein Blatt zu viel. Hier Schneeflocken. Hier kommen wieder Kugeln in einer anderen Form wie eben. Das sind nicht die gleichen. Noch mal kurz gucken zum Vergleich. Wo waren die Kugeln? Hier. Hier und hier. Hier sind sie kleiner. Und rosa Hintergrund, ne? So, dann haben wir Weihnachtsbäumchen, jede Menge. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee machen.
wieder was Großes, ne? Also der sieht richtig schön aus. Bin froh, dass ich mich endlich dazu gerungen habe, mir diese Blöcke zu holen. Ich glaube, von den Recollections, da werde ich mir den einen oder anderen auch noch mal zulegen. Ich muss das aber erstmal so verarbeiten. Ach ja, ich habe ja gedacht, das ist jetzt kein Weihnachten, fällt mir gerade auf. Das ist ja doch Weihnachten. Mal so nebenbei gesagt, ne? Ich habe gedacht, da wäre kein Weihnachten, aber ist auch Weihnachten. Das sieht ja auch richtig toll aus. Und hier unten mit den bunten Bäumen und die Kugeln dabei. Richtig schön. Hier Schneeflocken, auch hier mit verschiedenen Farben. Ach, das ist so ein schönes Pastell. So schöne Pastellfarben. Und hier kommt wieder mit Hotfoil. Auch hier die Folie wieder. Das Muster. Und ach, das sieht so schön aus. Richtig toll. So, dann hier. Immer diese Banner haben die ja immer in dem Album Recollection. Da sind die ja bekannt für. Ich habe ja auch hier diesen kleinen, wo finde ich den denn jetzt gerade? Hier, der hier, ne? Der ist ja auch von Recollection. Den hat ich euch ja auch mal gezeigt. Der hat ja auch so schöne helle Farben. Also das ist ja voll so meins, ne? Also die haben immer solche Banner drin. So, und dann hier nochmal Schneeflöckchen. Das waren dann, ja, das waren die großen Blöcke. Also das ist Recollection. Wie nennt er hier? Silent Night. Das ist der Name von dem Block. Wenn ihr den suchen solltet bei Craftelier, das ist der Name von dem Block, von Recollections. Aber ich glaube, unter der heißt noch, hat noch einen anderen Namen. Ich meine Craftsmith, glaube ich. Mal gerade gucken, steht das hier irgendwo drauf? Made in Vietnam, aha. Ich weiß es nicht. Ich meine, das wäre noch Craftsmith. Die haben auch viel von Rico. Ich glaube, hinter Recollection ist noch Craftsmith. Ich weiß es aber nicht genau. Aber Silent Night. Aber richtig schön. Also. Ne? So, und dann habe ich noch ein Papier bestellt. Ich tue das auch mal wieder weg, weil die sind ja so riesig, diese Blöcke. Jo, und da habe ich was bekommen, was ich eigentlich schon seit langem auf meinem Wunschzettel da stehen gehabt hatte. Bloß das war die ganze Zeit immer ausverkauft gewesen. Jo, und da habe ich mal so meinen Wunschzettel durchgeguckt an dem Black Friday Tag, also wo die da diese Sale hatten. Jo, und da habe ich was wiedergefunden, was jetzt lieferbar ist. Und zwar hier diesen süßen Block hier vom Fabrica de Decoro. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Happy Mouse Day. Den fand ich so süß. Den habe ich mal gesehen in irgendeinem Video. Und den fand ich damals so süß. Aber der war dann ausverkauft gewesen. Und dann habe ich den auf meinen Wunschzettel getan. Und jetzt war der wieder da. Den zeige ich euch auch mal gerade. Ich finde den richtig putzig. Und es waren direkt zwei. So, einmal haben die hier so die Cuts, ne? Dann hier das hier. Hier die Bienchen, voll süß. Die sind ja wohl voll goldig, ne? Guck mal, wie deutlich die so auch sehen. Die haben die richtig schön gemacht. So, das wieder. Ach, man hat wohl von jedem zwei. Also das mal vorne. Und das ist die Rückseite dann. Das ist ja auch sehr schön. So, dann hier. Also hiervon habe ich aber einen Stempel von dem Haus. Und von der Maus habe ich ja auch einen Stempel. Aber da sieht die, die hat eine andere Pose. Aber der Täuschen habe ich auch einen Stempel. Oh. Karo hinten. Marienkäferchen. Ach,
das ist ja auch wieder süß, ne? So eine Zähne. Haha, hier die kleine Süße. Ach, süß. Dann gelb. Das ist auch immer schön. Haha, hier, da fliegt er mit dem Bienchen hoch. Das ist total goldig. So, das war das Papier gewesen. Und ich tue später rein. Ja, und davon habe ich mir auch noch Die-Cuts geholt. Hier. Ich zeige euch die mal so. Ich muss sie ja jetzt nicht alle auspacken, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Aber total süß. Das war alles mal auf meiner Wunschliste. Ich hatte das damals alles gesehen. Guckt euch das mal an, ist das süß. Hier, wie die da. Die ist so voll goldig, ne? So, das war Kraft der Jäger gewesen. Dann, wie viele Minuten haben wir denn? Ja. Dann mache ich nochmal gerade Action. Ja, ich habe noch einen vergessen hier, ne? Noch einen Mickey Mouse hier, den habe ich auch noch da liegen sehen. Den musste ich dann auch noch mitnehmen. Ich glaube, 49 Cent kosten die. Und das hier. Ja, dann habe ich mir die drei Stickerblöcke gekauft. Hier, das ist ja auch hier für Planner. Ich hoffe, die kleben auch so stark, dass die kaum abzuziehen sind. Also die fand ich ja auch sehr schön. Die gehen sogar eher Richtung Planner, ne? Also finde ich auch schön. Aber ich muss echt sagen, ich bin so sehr am Liebäugeln mit den Happy Planner Sticker Books. Oh, ich glaube, irgendwann ist der Tag gekommen, da bestelle ich mir doch diese teuren Teile. Ich glaube, von der Qualität sind die ja doch überhaupt nicht vergleichbar mit sowas hier. Naja, mal gucken. Hier, der ist nur Black and White. Ich habe euch, glaube ich, gerade eine Seite unterschlagen, oder? Nö, nee. Das sieht ja auch schön aus hier. Auch hier mit dem Blümchen. Sieht richtig hübsch aus. Den. So, das war der Black and White. Und dann habe ich noch den hier geholt. Aber hier habe ich wirklich von jedem nur einen geholt. Die hatten noch einen da gehabt. Der hat mir aber nicht so gefallen. Den habe ich liegen gelassen. War nicht ganz so mein Geschmack. Das ist hier wieder so pastellmäßig, ne? Schönes zartes Grün und zartes Lila. Das kommt ja wahrscheinlich nicht so im Video so rüber. Das ist, also das ist ja wieder ein Block, der ist ja voll meins, ne? Jede Menge Lila drin. Ja. Also den habe ich sonst noch was bei Action geholt? Nö, das war alles. Also das hier und das habe ich bei Action geholt. Ja, dann habe ich das erste Mal bei Sandras Bastelladen bestellt. Und zwar, die hat ja auch Black Friday gehabt. Also ich habe den durch Zufall, in irgendeinem Video habe ich da gesehen, dass sie bei Sandras Bastelladen bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, welchem Video das war. Irgendeiner kauft da immer seine Geräte und so. Und da habe ich mir gedacht, ach, guck doch mal da rein, ne? Ja, und dann muss ich echt sagen, also ich habe schon lange ein Auge auf was geworfen. Das war mir aber immer zu teuer. Und die hatte dann 15% Aktion. Ja, da habe ich zugeschlagen, ne? Ich habe 15 Euro oder 14 Euro gespart. Ich habe aber erstmal wollte ich euch das hier zeigen. Ich habe mir einmal diesen 3D-Embossing-Folder geholt. Also ich finde dieses Muster richtig klasse. Das hier ist mein erster 3D-Embossing-Folder von der Marke C6. Also den finde ich richtig super. Mal kurz aufmachen, wie der aussieht. Also ich finde der richtig klasse. Guck mal, wie cool die Prägung ist, ne?
Also ich finde den ja, ich finde den total mega. Ich bin gespannt, wie der auf Papier ist. Vielleicht kann ich euch ja das nächste Mal zeigen, wenn ich den benutzt habe, wie das Papier dann aussieht. Also ich finde den richtig klasse. Na. Ach, entschuldigt. Das kann ich ja auch später machen, ne? So, ich mache das später richtig. So, also den habe ich mir geholt. Also den finde ich auch richtig mega, ne? So, dann habe ich mir bei der Sandras Bastelladen noch, ich habe die aber schon weggeräumt, die von der, ich habe ja die Big Shot Plus, also die große A4 habe ich. Und da habe ich mir ein paar, ach, wie heißen die? Stanzplatten, also diese Platten geholt. Weil ich denke, bei 15%, ich habe jetzt für zwei Platten, die gibt es ja immer im Zweierset, habe ich 18,75 € bezahlt. Für den habe ich jetzt 6 € bezahlt bei 15% Rabatt. Und das, was ich mir geholt habe, wo ich schon lange für am Gucken bin, Moment, das muss ich holen, denn das ist etwas größer. Moment, das zeige ich euch mal. Ich packe das jetzt aber auch nicht aus. Ich zeige euch nur den Karton. Den habe ich mir geholt. Und zwar in einem schönen Grün. Ich wollte immer den Grünen haben. Das ist, damit kann ich jetzt 30 mal 30 Papiere schneiden damit. Das ist eine Gülltone, das ist voll der Zungenbrecher. Also, ne? Hier mit so einem Hebelschneider. Hebelschneider, genau, das ist einfacher. Also ein Hebelschneider, wo ich 30 mal 30 Papier hier. Das geht bis 12 Inch. Das ist auch in Inch und in Zentimeter. Finde ich total klasse. Hier sind auch die ganzen Papierformate schon eingezeichnet. Ich muss mal gucken, ob das die, ja, 14,8 mal, ja, 10,5. Das ist sogar die deutsche A6-Form. Also ich finde das total klasse. Ich bin, also danach, bin ich schon lange hinterher, weil ich habe so viel Geld für Klingen in letzter Zeit ausgegeben. Und ich sage mal, bei so Papieren, wo ja so ein bisschen, ja, keine Ahnung, hier diese Hot Foil oder so drauf, rucki-zucki ist die, ist das Messer stumpf. Und hiermit bin ich schon lange am Liebäugeln. Also die kostet normalerweise bei Wessen Kreativ, kostet die 54 €. Ich wollte auch immer gerne die grüne haben. Die gibt es ja noch in rosa und dieses einfache Cremeton. Und ich wollte immer gerne die grüne haben, weil ich habe auch das Falzbrett in grün. Und also ich muss sagen, ich bin auch von den Artikeln von der Marke, bin ich super begeistert. Ich habe ja auch hier die. Hier, das ist ja mein bisheriges Schneidebrett für 30 mal 30 Bögen. Da bin ich auch super begeistert mit. Also das hätte ich mir auch immer und immer wieder gekauft, wenn ich nicht so einen Hebelschneider jetzt hätte. Und ich habe mir ja diesen kleineren Hebelschneider schon gekauft, aber da kann ich halt nur 15 mal 15 Papiere mitschneiden. Und der ist auch spitzenmäßig. Und den gibt es ja noch in noch kleiner, aber noch kleiner brauche ich nicht. Also der ist hier klein genug. Und ja, und da habe ich mir gedacht, ich bin so begeistert von den Schneidebrettern von dieser Firma, von Wessen Kreativ. Und da habe ich mir gedacht, komm, da hole ich mir auch auf jeden Fall den Hebelschneider. Und wenn ich euch sage, der kostet ja normalerweise 54 €. Ich habe den irgendwo mal für 49 € gesehen. Da muss ich aber 5 € Versandkosten bezahlen. Und ich habe den jetzt, sage und schreibe, nach 15% Abzug, die hat den sowieso im Angebot gehabt, runtergesetzt gehabt, für 39,95 € habe ich jetzt bezahlt. Und da habe ich mir gedacht, die Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder, da musst du direkt zugreifen. Ja.
Also da bin ich auch sehr happy drüber. Das ist für mich so mein Weihnachtsgeschenk. Ne? Habe ich mir selber geschenkt. So. Jetzt, also das war Sandras Bastelei. Also wie gesagt, da habe ich jetzt 39,95 für den Hebelschneider bezahlt. Und für die Big Shot Plus Platten habe ich 18,75. Da habe ich mal ein paar Platten in Reserve. Also meine sind eigentlich noch in Ordnung. Da kann ich noch gut mitmachen. Aber bei dem Angebot, ne? Meistens ist es immer so, dann braucht man welche und da findet man keine. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden und ich muss auch sagen, die hat sehr schnell geliefert. Ich hatte nach 2 Tagen hatte ich die Ware hier gehabt, nach meiner Bestellung. Also das ging super schnell. Ja, und dann habe ich mir, ich tue mal hier auf Seite, irgendwie geht mir auch ein Keks gerade. Entschuldigt, aber dann habe ich mir noch was bei Kreativdepot bestellt, weil wir haben ja Black Friday, ne? Und da habe ich mir noch was gegönnt. Aber dann ist Feierabend mit so Riesenteilen. Und zwar habe ich einmal hier ein Goodie, ne? Wintergrüße steht da drauf. Moment, schon mal kurz raus. Die Perlchen kennt ihr ja. Und dann hier, ach ne, auf dem Kopf hier. Wintergrüße. Wintergrüße habe ich mir bestellt. Das ist auch schön. Und seht ihr, jetzt bin ich hier das Video am Drehen. Ich habe noch was vergessen. Ich habe die Semifin, hat mir nämlich was nachgeliefert. Ich habe es nicht hier, liegt im Wohnzimmer. Also das muss ich jetzt aber auch nicht holen. Kommt im nächsten Video. Auf jeden Fall, wir sind jetzt bei Kreativdepot. Ja, da habe ich mir, kommt ja immer so, ne? Ich habe mir da zum Black Friday ein größeres Teil bestellt und dann noch ein paar zwei kleinere. Ich habe mir hier die nächste Rub-On. Ich glaube, jetzt fehlt mir noch die mit den kleinen, ja, wie nennt man das? Mit den kleinen Doodles, ne? Handschuhe und so. Und dann fehlen mir noch die Blumen, die rosafarbenen Blumen. Ansonsten habe ich sie jetzt alles. Das ist jetzt hier Waldtiereherbst. Die finde ich ja voll süß, ne? Guckt euch mal hier die Vögelchen an. Voll süß. Och nee, ist das goldig hier. Moment, ich mach mal auf. Dann zeige ich euch auch mal die anderen Blätter. Die finde ich ja auch total süß. Ach. Moment. Jetzt klebe ich hier fest. Also, den habt ihr ja gerade gesehen, ne? So, dann nehmen wir den hier. Süß hier mit den Vögelchen, ne? So, dann den hier. Also bei Kreativdepot habe ich jetzt nichts Weihnachtsmäßiges gekauft. Ich glaube, ich habe auch allmählich genug vom Weihnachten, aber kann ja auch nicht sagen, weil ich habe ja jetzt auch wieder was bestellt. Ach, ist ja nicht mal furchtbar. Die haben immer so schöne Sachen. Ich sag mal, man darf sich nichts angucken, wenn es Freitag-Release kommt. Nichts gucken. Alles ausschalten. Kein YouTube, kein Instagram. Nichts, kein Facebook, nichts. Aber ihr kennt das ja, ne? Oh. So, ja, und dann habe ich das Glück gehabt, diese Stanze zu bekommen. Also, ich glaube, das ist meine erste Verpackungsstanze, die ich da geholt habe von der Frau Blütenstempel. Die hat mir richtig gut gefallen. Die werde ich, na, heute schaffe ich glaube ich nicht mehr, aber morgen werde ich die bestimmt mal basteln. Das ist die Designline Box mit Griff. Da bin ich mal gespannt, wie die geht, weil ich bin immer so, oh, Verpackung und dann, ich habe mir doch diesen Stern geholt vom Modascrap, ne? Hier, den hier. Moment, auch bei Kreativdepot. Den hier. Und, ach, hier sieht er schon. Also ich habe es probiert. Das passte aber irgendwie nicht. Dann habe ich das mit Mühe und Not hier zusammengeklebt gehabt. Hier ist noch dieser, man weiß ja nie, wofür man den brauchen kann. Da
habe ich das mit Mionot hier zusammengeklebt gehabt. Dann ist die Öffnung falsch hier. Ich wollte die Öffnung eigentlich hier an so einer Spitze haben. Also, ich weiß es nicht. Also, das ist eine Riesenfummelei und ich weiß auch nicht, wie viele Abstände man hier halten muss. Also, ich finde es schon ziemlich kompliziert. Ich finde auch kein Anleitungsvideo und gar nichts gibt es über diesen Stern. Naja, deswegen habe ich den noch. Ich habe noch nicht einen Stern fertig gemacht. Ja, das war eigentlich oben der Deckel. Da wollte ich hier die Folie und dann, ja, ich meine, Papier ist ja super schön, ne? Naja, ich bin abgeschweift. So, also die hier. Ich bin gespannt, wie der klappt. Ich hoffe, das ist einfacher. Ja, und dann habe ich mir, also da bin ich schon ganz, ganz lange hinterher. Moment, da muss ich aber kurz was holen zu. Habe ich vergessen zu holen. Entschuldigung. Also, bei dem einen bin ich schon lange hinterher. Und das war mal zum Preis von 30 Euro, soweit ich mich entsinnen kann. Ja, und dann wurde ja alles teurer und irgendwie war das auf einmal auf 40 Euro. Und ja, dann war mir das zu teuer, ne? Da hast du, also wenn ich mich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, das wäre so, bin mir nicht sicher. Ja, und 40 Euro wäre mir dann immer zu viel dafür zu bezahlen. Und ja, und da habe ich halt immer alles mit der Hand ausgeschnitten. Ja, und jetzt habe ich mir, weil die hatten ja diese Aktion an einem Tag, wo man 17% bekommen hat. Da habe ich das ja auch bestellt. Und da habe ich mir noch was hier bestellt. Da habe ich mir gedacht, jetzt oder nie. Hier. Diese Stanze habe ich mir jetzt, also eben wo das Papier kam, habe ich schon gedacht, was ist das denn? Da hast du doch gar nicht bestellt, ne? Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass die Stanzen da drin sind. Also diese Stanze habe ich mir bestellt. Das ist die passende Stanze zu diesen Stempeln hier. Und die wollte ich schon immer haben. Ich habe ja die einmal mit dem Herz und einmal mit dem Stern, ne? Die mit den Sternen ist noch unbenutzt. Seht ihr das? Die habe ich schon benutzt. Aber die ist noch ganz neu, sehe ich gerade. Also, ja, meine To-Do-Liste, den Stempel benutzen. Ne? Dafür habe ich ihn ja gekauft. Ich finde den ja so hübsch hier mit den Sternchen. Wollte ich eigentlich zu Weihnachten benutzen. Ne? Noch haben wir ja kein Weihnachten. Aber auf jeden Fall habe ich mir jetzt endlich die Stanzen dazu bestellt. Und da gab es dann 17% drauf. Da habe ich, ich glaube, knapp über 30 Euro jetzt bezahlt. Das ist zwar eine Menge Geld, aber ich muss echt gestehen, ich habe gedacht, naja, dann brauchst du auch die Stanzen nicht. Das kriegst du schon so ausgeschnitten. Aber ich muss euch echt sagen, das sieht furchtbar aus. Also mir persönlich, vielleicht bin ich auch zu kritisch mit mir selber, aber mir hat es jetzt nicht so zugesagt. Und ja, ich bin jetzt froh, dass ich es endlich habe. Ach, hier, dieses Kärtchen war noch dabei. Plätzchen sind für alle da. Oder Plätzchen sind alle. Auch schön, die Karte. Ja, das war es. Mehr ist nicht drin. Ne? Das kam nämlich heute vom Kreativdepot. So, jetzt habe ich alles in einem Video gepackt. Jetzt haben wir 38 Minuten. Boah, das ist mal ein bisschen länger, ne? Ja, ich hoffe, ich schaffe das jetzt gleich noch hochzuladen und zu bearbeiten. Ja, also ihr wisst Bescheid, nicht mehr Freitag 18 Uhr, sondern ja, wenn ich Lust habe, euch ein Video zu machen, so wie jetzt zum Beispiel. Ach, meine Kalender muss ich mal gucken. Also ich bin jetzt nicht so derjenige, der jeden Tag ein Kalendervideo hochlädt. Ja, ich muss mal gucken, dass ich euch ein paar Tage zusammenpacke und dann mal zeige, was so in meinem Kalender war, weil ich habe auch, ich weiß auch nicht, die Zeit dafür, jeden Tag Video zu hochzuladen, aber ich denke mal, da kommen ja derzeit jede Menge Kalendervideos, ich bin ja selber auch alle am gucken, ja. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Passt gut auf euch auf. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ne? Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.